Hallo Modellbahnfreunde, wir basteln heute ein bisschen an meinem Parkhaus weiter. Das kennt ihr noch gar nicht, das habe ich mal günstig bei eBay erstanden. Da ist, ich zeige das einfach mal jetzt mal von allen Seiten. Ist schon fast fertig zusammengebaut, hier muss ich noch mal ein bisschen nachbessern, da geht das Ding ab. Was ich heute machen, ich möchte das Ding ein bisschen begrünen. Also Efeu dran machen. Da habe ich mir gedacht, nehme ich euch einfach ein bisschen mit. Ja, nicht wundern. Ich werde zum Basteln die Brille abnehmen müssen. Weil die ist beim Basteln doch ein bisschen störend. So. Ja, modellbahntechnisch lange ruhig gewesen bei mir. Wie man sieht, ich sitze jetzt in der Ecke, wo eigentlich die Modellbahn sein sollte. Alles ist abgebaut, dafür entsteht im Wohnzimmer als erstes mal ein kleiner Testkreis. Warum hält das nicht? Jetzt. Da entsteht ein kleiner Testkreis, beziehungsweise derer zwei, der innere Kreis. Das zeige ich euch aber auch mal die Tage. Der innere Kreis ist analog und der äußere Kreis wird digital gesteuert. So, das stellen wir jetzt erstmal auf die Seite. Dann kann ich weiterarbeiten und das kann ein bisschen anziehen. Ja, ich habe mir dafür von der Firma Heki hier so Blätterwerk, Streuwerk geholt und das Ganze machen wir jetzt mit Holzleim fest. Ich war auch, einige werden ihn kennen, Modellbahn Kramm in Hilden, wo ich war und habe mir hier mal so ein paar Sachen gekauft, die seht ihr hier am Bildschirmrand. Zum Beispiel das Haltestellen City Kompakt habe ich mir geholt. Und ich habe mir geholt von Faller zwei Häuser. Das ist alles von Faller. Komm her. Nochmal zwei Häuser. Ich habe darauf geachtet, dass die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann habe ich mir nochmal das großes Set geholt. Das sind dann zwei Eckhäuser und ein Mittelhaus. Und insgesamt ergeben das dann sieben Häuser. Ferner habe ich mir, das sind alles für den Testkreis. Also der Testkreis wird ganz normal wie eine Modellanlage ausgestaltet. Ich habe mir hier eine Eisenbahn- und Straßenbahnbrücke geholt, die dann über die Gleise eine Verbindung von außerhalb in meine Stadt dann schafft. Das werden wir auch die Tage alles mal zusammen basteln. Prost, jetzt Swifty, ne? Schönen Gruß an Mayo, ist ein Geschenk von ihm, vielen lieben Dank, wird auch benutzt. Wenn das hier in dem Raum ein bisschen halt, dann liegt das daran, dass der Raum hier zurzeit ein bisschen leer steht und dementsprechend halt das dann halt ein bisschen. Dann sieht man einfach hier den Holz.
Holzleim ein bisschen glatt. Und dann hat man hier schön Zeug zum Arbeiten drauf. Den Kleber machen wir zu, damit oben die Kanüle nicht. Ne? Ja, Brille. Ich brauche eine neue Brille für. Ich bin eigentlich. Brauche ich die Brille zum Autofahren, also zum Weizschauen. Und so im Nahbereich brauche ich so gut wie keine Brille mehr, beziehungsweise eine andere Sehstärke. Na, das ist eigentlich hier so für Bäume zum Beflocken. Daraus gestalte ich jetzt unseren Efeu. Schön vorsichtig. Das Objekt wird auch im Nachgang noch ein bisschen gealtert. Aber ich mache jetzt einfach mal hier für euch, damit es auch mal hier ein bisschen weitergeht, nochmal ein Video. Das ziehen wir einfach mal jetzt schön hoch. Das war ein bisschen viel. Das machen wir mal punktuell. Ich hoffe, dass es gleich nicht klingelt, weil ich erwarte noch ein bisschen was an Paketen. An Rollmaterial hat sich auch sehr, sehr viel getan. Ich bin jetzt momentan bei 13 Zügen oder 13 Zuggarnituren. Und das ist auch schon einiges. Auch da habe ich mir was überlegt. Ich habe mir so eine Präsentdrehscheibe zugelegt. Ja, lassen wir uns mal hier den Efeu mal seinen Weg suchen. Dass das dann so aussieht. Fällt natürlich jetzt auch ein bisschen was ins Modell rein, aber das ist nicht weiter schlimm. Anderen Modelle, da werde ich es also so machen, wenn ich die zusammenbaue, dann solange die Fassade nicht zusammengeklebt ist, wird das dann weil ich das, bevor ich dann die Ecken zusammensetze, wird das Ganze dann halt begrünt und gealtert. Und dann schauen wir mal weiter. So. Kann ich euch mal zeigen. Ich hoffe, dass eine hält. Jetzt, ja, so sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen
Das Überflüssige wegpusten. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht jetzt mal so arbeite. Dass ihr das dann auch sehen könnt, wie ich das mache. Aber ich denke mal, alle die, die sich ein bisschen was für Modellbahn interessieren, die wissen, was ich hier tue. So, also auch hier gehen wir wieder hin, weil das wächst ja dann nicht nur da auf der Seite. Es wächst ja dann auch hier hoch. Und das dann hier schön. Flocage versehen. Jetzt muss ich allerdings gucken, dass ich das ein bisschen zu festhalte. Hier kommen natürlich dann später auch noch Autos zumindest obendrauf. Im Dings hier im Parkhaus selber kommen keine rein. Weil das hätte ich machen müssen, bevor ich den ganzen Kram zusammenbaue. Da habe ich aber in dem Moment nicht dran gedacht. Ich wollte das Modell halt einfach zusammenbauen und gucken, wie es wirkt von der Optik her. Das Modell hier ist nicht im Maßstab 1 zu 160, wie es für Spur N sich gehört. Genau, richtig. Was immer da draußen gerade abgeht. Das Modell ist im Maßstab 1 zu 150. Das ist ein japanischer Hersteller gewesen, was aber auch hier in Deutschland vertrieben wird, über eBay zum Beispiel. Und ich finde, Ruhe, das passt schon ganz gut mit dann, ich sagte Ruhe, das passt dann schon ganz gut hier mit rein. Ne, Efeu wächst halt nicht gleichmäßig, er wächst unregelmäßig. Und so kann man dann schön hier schon mal die erste Ansicht, die erste halbe Seite, sage ich mal, im fertigen Zustand begutachten. So. Dann würde ich vorschlagen, lassen wir das mal ein bisschen, dass das sich festdrückt. Und dann machen wir hier auf der Seite weiter. Hier vorne werde ich es ein bisschen reinziehen lassen, aber hier vorne ist ja halt Beton oder Asphalt, wo es dann halt nicht hochwachsen kann. Vorteil von der ganzen Sache ist natürlich, man kann, wenn man ein bisschen unsauber gearbeitet hat, die unsauberen Stellen natürlich schön ein bisschen kaschieren. Ja, man kann sie dann verstecken. Sieht man dann hier, da kann man dann schön über die Ecken gehen. Dann die Ecken hier so ein bisschen offen stehen lassen hat, kann man dann verstecken.
Ich weiß jetzt gar nicht, was das Modell im Moment kostet. Ich habe nicht allzu viel Geld dafür bezahlt. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch gezeigt das Modell vom Neuschwanstein? Ich habe, das kommt hier auf die große Hauptanlage. Da werde ich demnächst dann mal den Gleisplan zu zeigen. Es werden einige Ebenen sein. Die es da zu entdecken gibt. Alleine werde ich haben 3 Schattenbahnhöfe. Dann eine Verbindungsebene zwischen den Schattenbahnhöfen und deren Bahnhofsebene. Also das sind schon alleine 5 Ebenen. Dann gibt es eine Pendelbahn, die dann das Schloss Neuschwanstein mit dem Bahnhof verbindet. Und vom Bahnhof gibt es dann noch mal ein kleines Stück weiter in die Stadt rein. Und das verbindet dann halt im Pendelbetrieb die 3 Sachen. Wie man sieht, ist das hier schon so ein bisschen Fummelarbeit. Aber wenn das dann nachher getrocknet ist, sieht das dann wirklich aus, als wenn dann da Efeu sich hochrankt. Ich muss gerade ein bisschen was hier einsammeln. Ich versuche natürlich nicht zu viel Zeug zu verschwenden, aber ganz lässt es sich halt nicht vermeiden. Das kommt hier zum Beispiel dann auf den Testkreis. Und hier ist die Ecke, die ich da nachher noch kaschieren werde. Bisschen festdrücken. Schraubenzieher oder Schraubendreher. Da liegen ja auch viele Leute Wert drauf, dass man das dann so formuliert. Ich bin mal nachher gespannt, wie das dann aussieht, wenn es getrocknet ist. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das Zeug hier hinten... Ah, das habe ich geahnt. Ich habe es wieder runtergerissen. Oh. Ja. Ich habe es geahnt. Da müssen wir noch mal drüber. Da müssen wir anders arbeiten. Da müssen wir das richtig hinstellen, wie es sich gehört. Und dann zum Flocken
dann in die Hand nehmen. Weil sonst reiße ich das, was ich gemacht habe, an Beflockung, nehme ich wieder runter. Na, aber man sieht hier schön, na, also der Effekt ist da, also man kann richtig schön erkennen, dass da Efeu hochrangt. So, und jetzt werden wir hier uns drum kümmern. Dann werden wir das so machen. Ja, dann kann man hier nämlich schön diese riesende, klaffende Wunde, die wir hinterlassen haben, nämlich schön zu machen. Dann haben wir da nachher den Efeu drüber. Mein Gott, auf dem Discord sind sie aber im Moment sehr aktiv. Auch da die nötigen Daten für unseren Discord-Server findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. So. Können wir hier gleich schön die Flockage drüber regnen lassen. Dann machen wir hier das Geländer auch ein bisschen mit. Dann haben wir hier der Efeu aggressiver am Wachsen, beziehungsweise der zuständige Gärtner, die das dann wegmachen müsste, hat hier ein bisschen gepennt. So. Jetzt hole ich mir das Ganze hier rum und dann streuen wir das hier recht großzügig auf. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch, dass ihr so wieder reichlich zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Entweder bauen wir dann, ist ja gut, bauen wir dann eins von den Häusern zusammen. Oder ich zeige euch den Fortschritt auf dem Testkreis. Oder. Es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken. Lasst euch überraschen. Ihr seid ja immer noch da. Macht das so viel Spaß, jetzt zu gucken. Ja, mir macht das auch viel Spaß hier, muss ich zugeben, ja. Ja, aber in bester Manier wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich, dass ihr da wart und ihr dürft jetzt gerne abschalten. Tschüss.